Einen wunderschönen. Boah, ist so früh. Ich habe so viel Video schon gestartet nach dem Aufstehen. Oh, hallo. Loki, meinst du, was ist los? Loki, komm her. Oh, das ist ein schöner Wecker. Oh, Leute. Ein geiler Tag heute. Ich bin zwar kein Morgenmensch, aber ich habe gerade Energie. Ich habe gerade richtig Energie. Es ist soweit. Ich muss keinen Mietwagen mehr fahren. Also keinen Mietwagen, wo ich irgendwo miete, bei wo auch immer. Was hast du denn da? Einen trinken? Sondern ich bekomme endlich mein eigenes. Ich bekomme mein eigenes Auto. Eigentlich bin ich ja morgens richtig platt, richtig am Arsch. Und ich habe auch nicht lange geschlafen. Aber ich habe richtig, richtig Bock. Deswegen erstmal fresh machen. Das ist übrigens der Ort, an dem ich gerade schlafe. Der Zwischenstand. Ich habe immer noch keine Wohnung. Aber wir machen ja heute den ersten Step. So, und jetzt erstmal so richtig wach werden. Deswegen Kaltdusche. Und ich dusche mit diesem Vibe. Ha. Hier ist noch nicht meine Lampe drin. Das ist tatsächlich ein nicht fertiges Haus, was sich noch in der Baustelle befindet und komplett neu gemacht wird von einer Freundin, in dem ich momentan schlafen darf. Ich bin einfach nur dankbar dafür und auch mega nice, solche Menschen zu kennen, die dir einfach nur helfen. Ich habe mir noch einen Isoklee gemacht, wir mit Loki noch eine Runde spazieren und dann gebe ich meinen Mietwagen. Nein, Moment. Loki, wir müssen das Auto noch sauber machen. Das sieht wahrscheinlich aus wie... Gucken wir uns gleich mal an. Und da der Loki ja alles dreckig gemacht hat im Auto, ein High Five drauf. Wird hier erstmal sauber gemacht. Natürlich war ich das und nicht der Loki. Ihr habt es in anderen Videos gesehen. Ich wohne sozusagen schon in diesem Auto. Und wenn man einen anderen Fokus hat, dann kann man noch so ordentlich sein, wie man möchte. Irgendwann ergibt sich das so, wenn mein Fokus liegt beim Training. Und ich sicherlich nicht mehr drin wohnen werde, mache ich hier endlich mal einen Cut. Und diesmal setze ich den Cut und keine andere bei mir. Ich mache alles fresh und das ist ein weiterer Step für mich. Und dann kommt eben der nächste Step, der viel wichtigere noch, eine Wohnung zu finden. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Aber jetzt machen wir uns erstmal an die Arbeit. Ich bin jetzt in Waldbröl, habe mein Fahrzeug abgegeben. Ich musste 40 Euro mehr zahlen, weil ich zu viel gefahren bin. Auf jeden Fall, ich muss nach Frankfurt mein Auto abholen. Wie komme ich jetzt nach Frankfurt? Wow! Was geht, Brudi? Der Buri ist am Start. Jeder, der mich länger verfolgt, kennt Buri von der Europawachenzeit. Lern einfach deinen scheiß Text. Digga, was willst du? Ich bin hier am Set. Du lernst deinen scheiß Text einmal. Digga, einmal. Willst du mich verarschen, nur weil du scheiß Kanacke bist? Du bist ein scheiß Kanacke, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Was? Willst du auf? Was? Sag dem was, sonst klatsche ich dem gleich eine. Ey, Jungs. Was ist los, Alter? Nee, nicht, was ist los? In einem sehr bekannten Video von mir, wir haben den Producer damals richtig krass geprankt. Und der ist an der Seite und fährt mich jetzt nach Frankfurt, weil ich habe ja super viel Zeug, habt ihr gesehen. Das ist alles in seinem Fahrzeug drin. Bist du ready, Bro? Auf jeden Fall. Let's go. Wir sind fast in Frankfurt angekommen und unser Proviant ist natürlich Isoclear. Buri testet heute zum allerersten Mal Geschmackssorte Mystery Green. Sei ehrlich, ich bin wirklich gespannt. Okay. Let's go. Ich find's gut. Ehrlich? Ohne Scheiß. Ehrliche Meinung? Geil. Also Mystery Green ist einer meiner Top 3 Geschmackssorten. Und ich trinke das gerade mit Kreatin. Mit dem Code SMOLIG bekommt ihr immer die besten Rabatte. Und momentan Kreatinaktion. Ganz, ganz selten, dass Kreatin rabattiert wird. Meiner Meinung nach, wenn man irgendwie Gains haben möchte, wenn man einfach Leistungssteigerung haben möchte. Und auch die Wassereinlagerung in die Muskulatur für Mädels auch im Booty. Das ist richtig geil. Kreatin mit Isoclear. Let's go. Wir sind angekommen. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Schauen wir uns mal an. Hello, hello, hello. Ja, klar, hier. Auch gut. Ach, schön. Schön hier zu sein. Ich will auf dein Auto zurück. Hallo. Hi. Grüß dich. Servus. Hi. Freut mich. Ich freue mich sehr auf das Auto. Und ja? Vielen, vielen Dank dafür. Das ist, ja, wir freuen uns, dass du einen schönen BMW gekauft hast. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also das wird das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich einen BMW fahre. Okay. Also eins meiner ersten Autos war damals ein 325er. Ganz früher. Und dann bin ich immer nur eine andere Marke gefahren. Und mittlerweile habe ich gesagt, komm. Ja, es ist nie zu spät, ein schönes Auto zu fahren. Von daher, herzlich willkommen in der BMW-Familie. Genau.
Ich hoffe, wir haben heute richtig gefahren. Ja, mit Schwarz macht man nie was falsch. Der ist richtig schön. Cool. Geil. Also die sind halt innen auch echt. Boah, ey. Dieser Display hier, also feier mich voll. Richtig geil, hier ist auch allgemein gut Platz. Diese Felgen sind auch so schön. Diesen roten Klötzen. Na, was ist besser? Mercedes oder BMW? Ich mag beide Autos wirklich. Ich kann Mercedes nicht schlecht reden, aber dieser BMW ist wirklich schön. Also ist wirklich schön. Mercedes, als ich gefahren bin, wie gesagt, war auch sehr schön. 100%. Aber das ist echt auch richtig viel Platz im Kofferraum. Wenn irgendjemand mal nicht brav war, schmeiße ich den auch in meinen Kopf raus. Weil ich bin so lange ja kein Auto mehr gefahren. So. Und also ich bin Auto gefahren, aber jetzt nicht so ein Auto. So auf Zypern bin ich ja immer in Kia und so gefahren. Was auch voll okay ist, von A nach B zu kommen. Also nochmal, auch für alle. Das ist kein Flex. Jeder, der sich so ein krass Auto holt und zum Flexen, das ist die komplett falsche Einstellung. Komplett. Wenn ihr euch ein Auto holt und euch das gefällt, ihr macht das für euch und seid stolz drauf, dann ist das was richtig, richtig Schönes. Ganz ehrlich, das ist nicht gekauft. Ich sag nicht, ich habe hier ein Auto gekauft und habe Geld rausgeschmissen. Das ist ein Leasingfahrzeug. Ich bin einfach offen ehrlich, das ist ein Leasingfahrzeug. Und trotzdem freut mich das. So. Ich fahre gerne mit dem Auto, ich fahre sehr viel rum, ich fahre viel zum Training. Und das ist einfach schön. Das ist einfach schön, nach den ganzen Rückschlägen, nach allem, was passiert ist, so diesen ersten Step zu machen. Und bald kommen die nächsten Steps und hoffentlich mal ein Zuhause. Schön, Mann. Ah. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön der von außen aussieht. Ich meine, das Ernst in der Sonne. Ja, das ist echt. Also solche Momente zu erleben, nach all dem, was passiert ist, das klingt immer so weird und so komisch. So, ey, wie kann man so glücklich sein wegen sowas? Man kann sich das nicht vorstellen. Also nach all dem, was ich durchgemacht habe, so diesen ersten Step zu schaffen. Und das ist natürlich kein Dauerzustand, wo man sagt, man hat immer dauerhaft dieses Gefühl. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man ist da einfach stolz drauf und sagt so, boah, das ist einfach nur schön. Und ja, ich bin einfach froh darüber. Was für ein Tag. Einige Glücksgefühle, wo ich einfach nur dankbar und happy bin und einfach nur stolz, so ein Auto fahren zu dürfen. Aber auch ein Tiefschlag. Etwas, was mir so ein bisschen, ich bin ehrlich, ein bisschen wehtat. Kurz bevor ich in das Autohaus rein bin, habe ich einen Anruf bekommen. Und die Vorwahl war von dem Ort, von der Wohnung, die mir so sehr gefallen hat. Ihr habt das im letzten Video gesehen. Ich habe die geliebt. Diese Wohnung habe ich geliebt. Ich dachte mir, wow, ist das die Kirsche auf der Torte, heute noch einen Anruf von dieser Wohnung zu bekommen und vielleicht die Zusage. Und dann wurde mir abgesagt, dass sie sich für einen anderen entschieden haben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch reinversetzen könnt, aber das war richtig hart für mich. Ich bin die ganze Zeit auf Wohnungssuche. Und die hat mir so unglaublich gefallen. Ich habe mich richtig verliebt. Das war die Wohnung für mich. Ich meine, klar, danach wieder ein super schönes Gefühl bekommen, das Auto empfangen zu haben, das Auto zu sehen und damit fahren zu dürfen. Das ist der erste Step gewesen, ganz klar. Aber der nächste Step ist, ein Zuhause zu finden. Es geht weiter. Es geht weiter mit der Wohnungssuche. Und wenn ich eine gefunden habe, das zeige ich euch auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Guckt gerne in die Beschreibung unten. Da sind alle Links mit ISN, mit OAs und auch mit meinem Kampf. Die Tickets 21.09. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Start seid, mich unterstützt. Der Loki sagt euch auch noch Tschüssikowski. Loki! Loki! Oh Mann, ey, ich bin froh, dass es hier echt eine krasse Klima gibt und dass er runterkühlen kann. Wenn die Klima nicht an ist, ist das wie eine Sauna. Deswegen beende ich hier das Video. Ich mache hier gleich kühl und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Das war euer Michael Smolik. Haut rein!